Ja, hier bin ich wieder. Wir sind an der BSA zugange. Das wäre wieder eine neue Folge. Fahrmaschine. Es ist kalt geworden. Jörg friert nämlich. Und wenn Jörg friert, kann er nicht gut arbeiten. Mach den Ofen an. Ich mach den Ofen an. Ich mach das ja immer mit so einem Streichholz. Das sind so ganz alte Streichhölzer. Die, so cool, die brennen gar nicht mehr. Jetzt ist der Streichholz ausgegangen. Ich mach das nochmal. Da muss irgendwie so ein Stück Papier liegen. So, Pappe? Das brennt nicht so gut. Nee, ne? Hier sowas. Und dann mit Bremsenreiniger vorglühen. So. Nochmal jetzt. Also ich mache jetzt mal den Ofen an. Was sind das denn für eine Streichhölzer? Sicherheitshölzer, die gehen rechtzeitig aus. Die sind uralt schon. Tatsächlich, hier steht sogar Sicherheitshölzer drauf. Also Sicherheitshölzer, mit Sicherheitshölzern kann man keinen Ofen anmachen. Nee, weil zur Sicherheit geht das aus, das Streichholz. Das ist eine gute Idee. Ja. Aber wofür sind die denn da? Für die Sicherheit. Für die Sicherheit. Wozu ist denn der TÜV da? Auch für die Sicherheit. Braucht auch kein Mensch. Die kann sich auch in den Ofen schmeißen. So. Ja. So, mal gucken, was wir hier noch haben. Ah! Neue Sicherheitshölzer. Ne, hier habe ich noch eine Schachtel. Oh, hier sind, mal sehen, die sind von Aldi. Siehst du, Sicherheitshölzer. Ja. Oh, die sind genauso beschissen, wa? Also zur Sicherheit geht hier der Schwefel ab. Ja, das fällt dann ab. Was ist denn das für ein Müll, sag mal? Handhabe ich das nicht richtig? Ich glaube, das liegt hier noch zu lange. Er geht. Oh, geh weg. Frierst du noch? Ja. Da, zack, ist er an. Und zur Beschleunigung? Mhm. Machen wir einfach mal ein bisschen Bremsenreiniger da rein. So. Frierst du noch? Nö, geht. Ja. Guck mal, die ganzen Tiere. Jetzt geht das schon wieder mit den Tieren los. So kann man das alles mal ein bisschen sauber machen auch. Dann gehen die ganzen Spinnenweben weg und alles sieht wieder neu aus. So. Alles mal ein bisschen sauber machen. Guck mal, wie das Ding hier oben dreht. Geil, ne? Ja, voll gut. Sofort warm. Guck mal, wie er dreht, du. Ja. Hier müsste man noch ein Drehzahlmesser anschließen. Geil, so. Ja. Aber weißt du, was ich mal machen wollte? Ich habe ja mal dieses Teil hier geschenkt. Eine Drehmaschine. Eine Drehmaschine, eine Drechselmaschine. Und die wollte ich ja hier so aufbauen, dass ich dann hier drechseln kann. Streichhölzer? Streichhölzer, Sicherheitsstreichhölzer, drechseln. Grunddrechseln. Ob der das antreiben würde, würde er schaffen, glaube ich. Mit so einem Riemen von hier aus rüber? Ja, aber du brauchst das sehr leichtgängig, ne? Ich weiß nicht, ob das würde. Oh, das geht, das geht. Oh, der Ofen ist an. Ja. Wir können das ja mal bauen mit der Drechselmaschine, ja. Aber nicht heute. Nein, wir wollen ja die BSA-Fahrmaschine weiter. Moin überhaupt. Hast du schon Moin gesagt? Nee, haben wir gar nicht. Moin. Zweiter Teil. Nee, vom, das ist doch nee, zweiter Teil vom ersten Teil. Genau, das ist der erste Teil vom zweiten Teil. Mit dem Tank. Nein, der zweite vom ersten Teil, hast du richtig gesagt. Ja. Wie nennen wir das? Tankapplikation, Tacho, Zündschalter. Tankdeckelversetzung, Tankdeckel, Zuschweißung. Das war ja die letzte Folge. Du hast ja schon eine Schablone gebaut, ja, ne? Ja, ich zeig dir mal. Ich muss würde ich gerne mal sehen. Das wollte ich eigentlich noch geschweißt haben hier. Habe ich nicht geschafft. Bisschen dicke Luft hier drin, ne? Ja, das sind die Tiere. Die sind jetzt aufgeweckt worden von dem Feuer. Aber der Ofen brennt. Mhm. So. Guck mal. Ja. Ich habe aus deinem Kalender, deinem Motorradkalender, eine Schablone gebastelt. Ja, dafür ist er ja auch da. Das ist gute Pappe dafür. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich so einen Bohrer habe. Hast du was mit Kalender gesagt eben? Ja, das ist aus deinem alten Motorradkalender hier. Guck mal, August. August Schurig, so hieß er. Ja. So hieß er früher. Mein Guck mal, den Norden. Ja, und das war in den Norden. Kalender? Du, weißt was? Wir können ja mal unseren YouTube-Freunden erzählen, was wir vorhaben. Ach ja, wegen Kalender. Wir machen nämlich einen Kalender.
Die kann man zu Weihnachten dann kaufen. Also wir alle nackt. Fürs nächste Jahr. Nein. Ach so. Wir nackt? Ja. So. Kauft keiner, ne? Das will ich nicht sehen. Das wollen wir nicht sehen. Nee. Also Motorräder, alle unsere Fahrmaschinen, alles was wir gebaut haben, also auch was wir in dem YouTube-Kanal vorgestellt haben, die Maschinen, Motorräder, zum Beispiel die schöne Kreidler. Ja, und den Rest lassen wir mal so als Überraschung. Guckt euch das mal an. Also auf jeden Fall wird es einen Kalender geben. Wird der fertig oder ist der für nächstes Jahr? Du weißt was? Das lassen wir ja anderen Leuten. Das Timing. Das Timing, das können wir hier nicht bestimmen. Nö. Wann ist. Aber wenn er Weihnachten nicht fertig wird, dann ist es ja nichts. Also muss er fertig werden. Also wenn er für nächstes Jahr ist. Der ist ja nicht für dieses Jahr, das ist ja vorbei. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Nee, aber man muss ihn dieses Jahr kaufen können, das meine ich, für nächstes Jahr. Ja, also ich glaube mal so Ende November kann man den kaufen. So wird es aussehen. Kriege ich auch einen? Natürlich. In die Werkstatt? Ja. Die haben großes Maß. Die sind 50 mal 70. Boah. Und hochkant. Geil. Ja. Und dann steht unten ein bisschen Text, was das ist, warum und wieso. Warum das so ist. Wie viel PS und Benzin und alles. Und hast du nicht gesehen? Und so ein paar kleine Bilder, Detailbilder am Rand so. Aber das eine große Bild, da kann man sich immer schön das ausschneiden und kann man sich ins Poesiealbum kleben. An die Wand klatschen, würde ich sagen. So für die Werkstatt. Jeder hat ja so sein liebstes Motorrad. Das kann man sich da dann so ausschneiden und kann er sich das in die Werkstatt hängen. Geil. Ja, finde ich gut. So, was ist hier jetzt? Ich wollte dir was zeigen. Ja, du hast mich doch wieder abgelenkt wegen dem Kalender. Guck mal hier. Ich guck. 80er Durchmesser haben wir hier. Du guck. Ah, ja. Lass mal von der Seite sehen, von der Suche. Also vielleicht sollte man das in Höhe vom Tankdeckel machen. Die Mitte, ne, von dem. Ja. Ne? Mhm. Oder ist das zu viel Symmetrie? Wegen der Symmetrie? Ja. Die Symmetrie ist die Kunst des Doofen. Ah. Hast du das schon mal gehört? Ja. Hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, aber ist auch Schwachsinn. Eigentlich manchmal ist Symmetrie auch wichtig. Das ist manchmal sehr wichtig. Ja. Also wenn es aus dem Kurs ist und es sieht dann irgendwie aus wie nicht gekonnt, dann ist das wichtig, dass es symmetrisch ist. Andererseits ist es ja schön, dass es asymmetrisch ist, dass der Tankdeckel jetzt nicht mehr in der Mitte ist. Der würde nämlich optisch hier klemmen. Ja, und wie? Und hier müsste ja nur ein kleines Flanschblech ran, oder wie? Eine Abschlusskante. Ja, da müssen wir uns jetzt überlegen, wollen wir den vielleicht hier festschrauben und oder vielleicht hier noch eine Öse mit einer Flügelmutter, irgend sowas. Bei der Waldfee haben wir das ja geil gemacht, dass hier ein Scharnier. Da kann man es aufklappen. Da war hier eine Schraube und damit war das alles fest. Mhm. Können wir auch wieder so. Dass man hier wieder so eine, genau wie bei der Waldfee. Das war so eine Hülse, ne? Wo das Gewinde durchging. Und dann mit einer kleinen Rändelschraube hier so hiek, 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 hör mal. Hiek, hiek. Fest. Du kannst es aber nicht hoch machen, weil die Tachowelle dann zu kurz ist. Doch, die machst du da unten lose und dann kannst du sie so hochziehen. Ja, dann ja. Mhm. Und mehr haben wir nicht. Achso, wir haben noch die elektrischen Kabel. Ja, wegen Beleuchtung. Was noch? Hier der Schalter. Der soll ja hier hin. Der ist für Licht, ne? Aber das sind ja auch nur ein paar Kabel. Die muss man dann verlängern und dann. Die kommen mit durch den Schacht? Ja. Von der Tachowelle? Nee, oder wir machen hier so eine... Nein. Was? Nee. Wieso das denn? Nein. Was? Eine Flex-Liebe? Flex-Liebe? So was. Du. Ein Duschschlauch. So denn? Du. Das sieht doch geil aus. Das geht denn zur Lampe. Ja, also stimmt. Jetzt, wo du das so hinhältst, sieht das sieht auf jeden Fall wichtig aus. Ja, das sind Ölschläuche hier. Komm noch für Kabel nehmen, ne? Ja. Nur passt nichts durch, ne? Aber sowas gibt's ja. Mhm. Das ist so ein Badewannenschlauch. Schwanenhals. Das ist wie Badewannenschlauch. Wenn du diese von diesen Lampen, ne? Nee, Duschschlauch. Ja, oder von den Lampen. Die Lampen, die haben da doch Kabel durch. Außerdem bleiben die dann starr. Der bleibt ja nicht so. Dann kann man sich so hinkneten. Früher unser Busfahrer, wo wir mit zur Schule gefahren sind, da war so ein Pult drin im Bus. Ja. Und da musste man immer rein, Fahrkarte vorzeigen. Und der hatte an seinem Pult
so ein Ständer, da war das Mikro dran. Früher haben die Busfahrer ja noch Südermarkt, die Bushaltestellen immer gesagt. Twitter-Plug. Ja. Stimmt. Ja. Und dann waren immer welche so, die haben das total lustig gemacht, weil sie Bock drauf hatten. Mhm. Sagen wir so, Professor Peters Platz. Ja. So? Ja. Und dann haben wir so, Holstenbrücke. Genau. Und dann haben wir so, weiß ich nicht mehr. Die hat da gar Bock drauf, nee. Muss er ja mal alles reinnuscheln. Ja, die hatten so als Pflicht, haben sie ein bisschen was gesagt. Und André hat richtig gemerkt, die hatten Spaß dran. Ja. Holstenbrücke! Ja. Und heute hast du nur noch so eine Automatikstimme. Ja, so Bing, da geht so ein Ding bis Display an. Ja. Bing! Türen auf, vorsichtig. Ja, Vorsicht, Achtung, ja, bitte nicht kotzen oder was auch immer. Total bescheuert. Aber das ist doch eine gute Idee. Wie befestigen wir den? Der wird ja reingesteckt. Und da hat ja eigentlich hier diese Dinger zum Festmachen. Ja, die können ja auch bleiben. Wir machen hier einen Unterbügel. Genau. Wo das Ding ein Unterbügel. Fest. Unterbügel. Ein reiner Unterbügel. Ein ganz reiner, normaler Unterbügel. Zack. Du. Ja. Ein Unterbügel ist so wie eine Unterhose. Den braucht man nicht sehen. Und braucht man nicht sehen, ist aber trotzdem wichtig. Und den braucht man auch nicht sich so viel Mühe geben, dass der Unterbügel gut aussieht. Aber wir machen das ja trotzdem gut, weil es wird ja gefilmt. Ich messe 80 mm. Alter, da brauchst du auch keine Brille beim Ablesen. Wie weit kann die denn überhaupt messen? Oh, ist die groß, du. Halben Meter? Die habe ich geerbt, du. Von Helmut Wohnrau ist die. Wer war das? Ein Dreher, der hat für uns früher immer Motorradteile und Mucke. Hast du von dem nicht auch die Drehmaschine? Genau. Also ich suche jetzt mal einen Bohrer, ne? Der so groß ist? Brauchen wir den noch nicht. Doch, ne? Brauchen wir nicht. Was für ein 80er Bohrer? Ja, so ein Loch. Kreisbohrer habe ich. Scheiße, du. Was ist das? Oh, knapp 80. Doch, das geht, ne? 78. Mist. Doch, komm, den Rest kriegst du gefeilt, Mann. Ja. Bisschen wie früher. Ja, echt? Halb rund feil, ja. Na, das machen wir mit dem Luftdremel. Du? Ja, ich denn. Alter. Was machst du mit den ganzen Scharnieren? Sammeln. Mhm. Hier, das ist gut. Ja. Das ist genau richtig. Das nehmen wir. Sollen wir hier dann auch dann unseren Schweißdraht oben ran machen? Ja, ne? Ja. Das hat man so eine scharfe Kante. Ja. Also jetzt müssen wir ja, wenn wir den Taro hier reinstellen, müssen wir ja da an der Stelle den Tank ja auch aufsparen. Ja. Da müssen wir eine Vertiefung rein. Ja, da muss eine Vertiefung rein. Ich werde gleich mal mit dem weißen Edding das die Umrandung einmal markieren, dann wissen wir, dass unsere Tafel da wird. Ja, aber das muss ja nicht überall ausgespart werden. Nein, nur da. Also da wahrscheinlich auch, wo der Schalter hinkommt, weil der ist auch ziemlich tief. Ich hole mal, ja, so einer muss ja da rein. Hier, wenn einer irgendwo von euch YouTube-Freunden noch so einen Schalter hat, mit zwei Stellungen. Das sind doch auch typische Bundeswehrschalter von früher. Da war das Ding sogar in Alu. Ich hab aber keinen mehr und der ist kaputt. Das ist ein Aufruf. Mhm. Möchten wir gerne so einen Schalter haben? Die können auch ruhig mal was tun für uns. Ja, nicht nur glotzen. Ja, nicht immer nur glotzen, auch mal in den Teilen rumwühlen. Oder vielleicht auch einen schöneren Schalter noch. So zwei Stufen. Das ist ja so standlich klack. Erste Stellung, volllicht, zweite Stellung. Das sind ja eigentlich so die alten LKW-Schalter und Trecker-Schalter. Ja, Trecker und. Ja, die waren, die sind toll, ne? Ich mach die so gerne leiden. Ist der von Bosch oder Heller? In diesem Falle ist das ein, steht nicht drauf. Aber meistens ist das Heller oder Bosch. Mhm. Und dann gibt es noch welche, die haben hier eine Kontrolllampe drin. Nee, echt? Ja. Hightech, Alter. Ja, dann war das wie ein kleines rotes Lämpchen. Ja, Wahnsinn. Klack, du, die haben sich früher echt Mühe gegeben. Ja. Ja, der soll da hin. Der Rand ist ein bisschen hoch, ne? Aber hier geht das nicht. Nee, hier muss der Schirm noch hin. Ja, kommt auch alles später. Bleib doch ruhig, musst du sagen. Ja, bleib doch ruhig. Junge. Eine Tankapplikation. Ja. Wahnsinn. Steht die denn gerade? Das muss. Müssen wir nachher gucken, dass das auch hier. Muss ja auch gerade sein, ne? Also er muss ein bisschen höher hier. Das, also vorne. Das müssen wir dann nachher im Blech mal gucken. Das ist als Schablone manchmal ein bisschen wackelig. Ja, und da kann man das hier nur hinfeilen nachher. Ja. Ich gebe dir mal die Mutter, da kannst du die Mutter. Die ist das ja so. Ups. Warte, ich habe ja fest. Achso, weißer Edding geht ja nicht auf weiß. Da ist ein schwarzer Edding. Auch mal krass. Von innen?
Jo, oder außen. Oh, ich krieg den nicht auf, du. Guck, wo ich mir die Rippe gebrochen. Ja, hast keine Kraft mehr. Das geht echt nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ist das ein Scherzartikel? Ist hier Vorsicht Kamera? Ist hier Vorsicht Kamera? Kriegst du nicht auf, du. Warum? Der ist doch neu. Guck mal, so ja, aber... nicht auf. Das gibt's doch nicht. Wo ist die Zange, die kleine? Mann, kriegst du mal ein Edding auf oder was? Ja, willst du das mal machen? Nee, ich halte ja das hier, damit du es anzeichnen kannst. Das kriegst du nicht auf. Hör auf, Anni, das geht nicht. Du kriegst den Deckel nicht ab. Wieso nicht? Weil das ein Stück ist. Nee, aber wieso? Der muss doch hier, die Kappe muss doch ab. Nee, die geht nicht ab. Warum nicht? Weil ich das vorhin umgebaut habe. Weißt du, wovon diese Kappe... Du wolltest mich anscheißen. Ja, habe ich jetzt auch. Hier, vor laufender Kamera. So was? Das ist nämlich Vorsicht Kamera hier. Ja, und ich habe das gleich geschnallt. Ich habe es gleich geschnallt. Vorsicht Kamera. Weißt du, wovon der Deckel ist? Nee. Von dem Flaschenöffner von Edding. Die haben noch diesen Flaschenöffner, ja. Der sieht aus wie ein Edding. Und ja. Die Kappe ist nämlich ein Stück. Das habe ich nämlich vorhin zufällig gesehen. Und dann habe ich geguckt, ob das... Jetzt scheiß dich an, die Mann. Du bist ein Arschloch, echt. Und dann habe ich die da hingelegt und dachte, ich habe bestimmt gleich mal eine Situation, wo er die Kappe abmachen soll. Das gibt's nicht. Und ich beiße mir in die Zähne. Meine Schulter, weißt du, das tut alles Sünde. Weh. Sünde. Ja. Habe ich mir gebrochen. Hm. Du. Ja. Weißt du, wie das passiert ist? Nachts beim Pinkeln? Nein. Ich habe mit dem Vorderlader einen Tontauben geschossen. So. Wo, hier im Garten? Mit im Wald? Nee, im Urlaub? Wo ich in Griechenland war. Da. Und dann musste ich mit so einem Vorderlader schießen. Obwohl, ich bin nicht so ein Militant eigentlich. Nee. Bomben ja, aber so schießen nicht. Bei Langwaffen hört's auf, oder? Ja, finde ich nicht so. Auf jeden Fall habe ich das einmal nicht richtig gehalten und dann das Gewehr so einen Rückschlag gehabt. Hast nicht richtig angelegt? Oh, das ist alles blau hier. Und dann fühl mal hier, guckt der Knochen raus. So, das ist eine Beule. Merkst du das? Boah, Alter. Ja. Ah, Mauer! Aua! Sag mal, spinnst du? Boah, das tut echt weh, du. Ja, ne? Freust du dich noch? Sag mal, habe ich dir irgendwas getan? Erstmal scheißt du dich mit dem hier an. Also, was ist das? So unglaublich. Ist hier oben eigentlich eine Rippe, sag mal, ja, ne? Nur fängt ja da an, der Brustkorb. Ja, vielleicht also, ist es ja was anderes auch. Schlüsselbein. Unter dem Schlüsselbein kommt erstmal nichts, glaube ich. Ein menschlicher Körper, wie ist das denn? Ach, hier sind ja meine Rippen. Warte mal. Doch, die gehen bis hier oben hin. Hier hatte ich mal die Schulter im Arsch. Da haben sie das Teil hier reingeflickt. Hier steht noch Feldmann. Mhm. So. Nicht sterilisiert. Nee, da wollte ich mir mal irgendwas bauen, wenn ich mal eine Strebe brauche für irgendwas. Vielleicht können wir die das ja an. Oh, das haben wir auch schon mal drin gehabt hier. Das, alles meine Bauteile. Hier sind noch Schrauben, die haben sie rausgeholt. Soll ich dir das an die Rippe schrauben? Ja. Und dann müsst ihr die, guck mal, die Rippen gehen ja bis hier oben hin. Ja, ja. Die ist wohl kaputt. Ist die da nicht auch kaputt? Da ist doch so eine... Nö. Fraktur. Ne, die wollen nur hier kaputt. Das ist die Schulter. Das heißt Schulter-Eck-Gelenksprengung. Ne, Schulter. Na egal, Schultersprengung. Schultersprengung. Ne? Hast du schon was kaputt gehabt? Nee, ich habe mir noch nie was gebrochen. Nee. Scheinbar habe ich ja Glasknochen. Ja. Oder so. Ich habe noch nie einen Gips gehabt. Echt nicht? Oh, ich habe schon so oft die Füße kaputt und. Bein und Knie und Arm. Arm ganz schlimm. Trümmerbruch im Arm. Hand auch, ne? Oder? Ja, Hand auch. Das ist ja nicht rund geworden. Das macht nichts. Schön warm hier jetzt, ne? Ja, jetzt geht's. Oben ist gut. Geil, und draußen wird immer kälter jetzt. Das sind die Mitten. Ja, jeweils. Den brauchen wir eigentlich ja nur Töpfe reinschweißen. Ne? Ja, wir können uns aber auch so eine Art kleine Wanne da reinsetzen. Klopperboden oder sowas? Ja, der reicht, glaube ich, nicht. Hier so. Oder hast du einen mit Absatz? Oh, der ist so dick, Alter.
Aschenbecher. Oh, hier so raufschweißen noch. Warum? Weiß ich nicht. Das können wir aus dem 2mm Blech machen. Boah, hier habe ich eine Kugel, guck mal. Eine Halbkugel. Aber ist auch so dick. Ja. Nee, das machen wir aus Blech, ne? Ja. Ich bin ja eigentlich immer für fertige Arbeit. Ja, ich auch. Aber haben wir gerade nicht. Es sei denn, du hast so eine Art Halbrund, so ein, wie so ein aufgeschnittenes Rohr oder so. Weißt du? Wie zeige ich mal die Form? So. Nee, das muss ja... Entlang, also wie ein halbes Rohr letztendlich. Willst du das alles aufsparen? Nein, aber man kann doch dann gleich ein so ein Stück hier einschweißen, weißt du? Ein so ein Ding. Ein Halbrund so ein eine bisschen. Eine Wanne? Ja. Sowas in halb oder wie? So? Ja. Und dann so? Ja, genau. Ist das was? Ja. Aber wir müssen ja mindestens das Maß von 80 haben und etwas mehr, 90 müssen wir haben. Mhm. Weißt du? Wir können natürlich auch genau da, wo der Tacho hinkommt, ein 100er Rohr reinsetzen. Mit dem Boden. Ja. Ja, und hier auch so einzeln das machen. Ja. Können wir auch einzeln. Dann machen wir hier einen Kreis rein, Loch, da ein Loch rein, großes, mit meinem Kreisbohrer. Ja, bedenke aber, dass der Tacho schräg drin ist. Der geht nicht von oben gerade runter. Deswegen muss das größer sein. Deswegen muss das größer sein, ja. Und so einen großen Bohrer muss auch größer sein wegen Schwenken, weißt du? Ich habe nicht so einen Lochbohrer, so einen großen. Deswegen meinte ich ja wegen Einfachheit, dass wir das viereckig ausschneiden oder, weißt du, so eckig. Ja, man sieht es ja nicht. Man sieht es nicht mehr. Also ein U. Ja, kann ich aber auch sonst aus dem 2mm Blech biegen. Das reicht ja nicht. Ne, ist ein bisschen wenig, ne? Ich gehe noch mal schnell raus, ich suche mal ein U. Such mal ein U? Ja. So ein U-Eisen. Ja. Andi sucht ein U. Ja. Ah, hier ist sonst noch ein Stück Blech. Dünnes? Oder dünnes Blech? Ja. Guck hier, Jürgi. Ich seh nichts. Oh ja. Ist das auch meins? Ja. Das sieht so sauber aus. Das von dir. Ich hab nur Rost. Ich hab nur Rost. Ja, damit kommen wir noch hin. Und dann mit meiner kleinen Kantbank hier? Ja. Können wir mal mit reinnehmen, ne? Ja. Einfach gerade eckig reinschneiden, ne? Ja, rund ist es. Aber dann können wir das ja gleich so kanten, dass wir das zusammenklappen können, ne? Das Teil, ne? Ja. An den Enden, ne? Eine Abwicklung. Ah, Abwicklung. Ja, gut. Ja, so ein bisschen sargmäßig. Ne? So ein bisschen schräg. Ja. Oder willst du das richtig senkrecht? Da kannst du auch noch einen Schraubenschlüssel reintun. Geheim. Oder wir machen das gleich ein bisschen tiefer und hast du gleich ein Geheimfach, von dem alle wissen, die diesen Film hier gucken. Dann wir bauen ein Geheimfach und das sagen wir keinem. Ja, geil. Gut. Mhm. Mhm. Wir sind wie dick und doof. So doof sind wir schon. Eine dicke und eine dünne wieder andere. Alter. Also ein Geheimfach. Sollen wir das nochmal fotografieren, dass das hier auch hinkommt, das Geheimfach? Ja, kannst dass du es noch keiner sieht. Öffentlich aushängen. Ja. Ach, das wird noch eine asymmetrische Abwicklung. Ja. Muss ja, weil. Geh mal mehr außen, mehr raus hier. Hier. Außen raus. Junge, so. Und dann da rund werden. Nee, das muss ja jetzt wieder. Muss ja wieder eckig. Ah. Wie viel haben wir denn hier? Nee, das reicht. Oh, das ist super. Nee, das wir müssen das. Macht doch nichts, wir können das doch danach auch noch mit der Flex und der Schrubbscheibe noch rund machen. Hier können wir ja rein. Weißt ja. Du? Das machen wir. Aber das Blech muss ja größer werden, wie 80 auf jeden Fall hier an dieser Stelle. Flex, ich schneide das jetzt auf. Flexst du? Ja. Wo ist denn die kleine Scheibe hingekommen? Diese neue, neue Scheiben, diese dünnen Trennscheiben, haben ja immer so eine leichte Unwucht. Und dann wird der Schnitt immer etwas breiter. Das du brauchst die kleine wieder, ne? Fällt mir nicht so. Ja, ich weiß nicht, wo die hingekommen ist.
Na? Boah, der sieht aber gut aus, der Tank noch. Schön. Da ist ein Loch drin, hier unten, siehst du das? Ja, eingerostet? Nee, das für den Überlauf. Da geht eine Leitung zur anderen Seite, damit sich das Benzin verteilen kann. Ja. Hast du doch gesehen, es ist schon dunkel draußen. Ja. Und du wolltest auch nach Hause bald. Ja. Was hast du denn vor zu Hause? Was ist da denn wieder? Was da denn? Essen, Film gucken bei Netflix. Ach so. Ja. Ich habe neulich auch einen Cowboy-Film gesehen bei Netflix. Den fand ich auch gut. Was? Ich habe auch seit neuerem habe ich Netflix. Ja? Mhm. Kostet 7,99. Mhm. Hast du auch oder hast du Premium noch? Nee, für ein Premium. Wie viel kostet das denn? 40? Weiß ich nicht. Ja. Ach, bezahlt deine Frau, ne? Du hast das gar nicht, ne? Ich guck mit. Ach so. Ne, du hast ja auch andere Fähigkeiten, ne? Ja. Ich kann dir aber da mal ein paar gute Filme mal. Die man da wirklich gucken kann. Also gibt auch, manche sind ja auch nur Gummi. Es gibt auch totalen Schrott bei ganz viele Gummifilme. Netflix. So, wir hauen ab jetzt. Er will gucken, Fernsehen und ich gehe auf die Couch. Tschüss. Abonnieren brauchen wir nicht mehr. Heine. Das macht Heine. Also, Heine. Bis zur nächsten Folge. Tankfolge. Ne? Tschüss. Tschüss.